Ich bin Julia, ich studiere gerade eigentlich an der Universität Erfurt Philosophie und internationale Beziehungen. Aber ich mache ein Praktikum bei der TAZ und bin deswegen in Dresden. Hi, ich bin Alex und ich bin als Reporter hier in Dresden. Also wir sind jetzt seit 2 Wochen hier und ich glaube, man merkt so ein bisschen in Dresden, dass wir da sind und dass wir angekommen sind. Weil immer wenn wir mit Aktivistinnen und Aktivisten sprechen, dann sagen die uns mittlerweile, hä, lustig, du hast neulich meinen Mitbewohner schon mal angerufen. Der ist in einem anderen Projekt, in einem anderen Zusammenhang unterwegs. Und das fühlt sich so ein bisschen an, als würden die Leute darauf warten, dass die TAZ, die jetzt gerade 2 Wochen im Osten ist, dann auch bei der nächsten Person aus der sächsischen Zivilgesellschaft anruft, weil die Wege hier alle sehr kurz sind und die Leute alle miteinander sprechen. Und genau, von daher sind wir schon angekommen, würde ich sagen, hier. Also manche Leute fragen uns schon im ersten Moment, warum, was wollt ihr hier, warum seid ihr hier, was soll das, warum kommt die TAZ aus West-Berlin irgendwo nach Sachsen, warum fahrt ihr nicht auch zur Landtagswahl in Hessen oder in Bayern oder so. Und vielen erklären wir dann, ja, also es ist hier, wir berichten über die Landtagswahlen in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen, es ist hier, es steht eine andere Frage auf dem Tableau, nämlich die Frage, wird die AfD hier vielleicht stärkste Kraft? Wird die AfD vielleicht hier erstmals an der Landesregierung beteiligt? Und deshalb sind wir hier im Vorfeld der Landtagswahlen, weil es unfassbar wichtig ist, da genau drauf zu gucken. Genau, und also viele verstehen das dann auch sehr schnell, dass, und das macht dann irgendwie Sinn. Es geht hier nicht darum, dass wir den Lokaljournalismus ersetzen wollen oder so, sondern wir gucken so genau hierhin, weil es im Zweifel auch eine Strahlkraft haben kann in die ganze Bundesrepublik, in andere Bundesländer, in die Bundespolitik selbst. Mein größter Artikel hat sich ein bisschen mit Identität beschäftigt, gerade so Identität, Ossi sein, Wessi sein, was das irgendwie impliziert. Und gerade auch die Erfahrung, dass man, wenn man sich selbst nie als Ossi wahrgenommen hat, erst in Konfrontation mit Wessis, die dann völlig andere Erfahrungen gemacht haben, selbst bemerkt, dass man vielleicht doch irgendwie mehr davon beeinflusst wurde, als man es gedacht hatte. Ich habe mich viel mit rechten und rassistischen Vorfällen hier in Dresden und auch in ganz Sachsen beschäftigt. Habe zum Beispiel einen rassistischen Übergriff recherchiert, war bei Pegida. Die Sachsen-WG hat einmal eine Fauxpas geleistet. Sie hat sächsisches Essen anstelle von Sternen mit Bananen bewertet. Ist nicht so gut angekommen bei den TAZ-Leserinnen. Ich sehe schon ein, dass man sich irgendwie darüber echauffiert, dass es halt immer wieder dieselben Witze sind, die gemacht werden. Aber ich habe jetzt auch eine relativ große Schmerzgrenze, glaube ich. Andererseits sind Bananen ja auch objektiv sehr lecker. Schon, aber also es ist jetzt kein Zufall, dass ihr genau Bananen genommen habt, um Dinge aus dem Osten zu beschreiben. Das ist ja ein wiederkehrendes Motiv bei Leuten, die sich gerne mal ein bisschen darüber lustig machen. Keine Frage. Ja. Bei dem Pegida-Text war das interessant, weil ich glaube, die erleben das gar nicht mehr so oft, dass ein bundesweites Medium, was den Sitz nicht in Sachsen hat, da vorbeikommt. Das fällt dann schon auf und das wurde dann auch sehr aktiv gelesen auf seitens Pegida. Und Lutz Bachmann hat sich dann vor die Kamera gestellt am Tag, wo unser Artikel erschienen ist, und hat 20 Minuten über unseren Artikel gesprochen. Da wurde sich sehr viel aufgeregt, die TAZ würde lügen und irgendwelche Sachen weglassen und was weiß ich. Die Vorfälle, über die wir berichtet haben, sind aber alle sehr gut dokumentiert. Von daher haben wir jetzt auch mal die Erfahrung gemacht, wie das ist, als Lügenpresse hingestellt zu werden von Lutz Bachmann persönlich. Ich hatte ein sehr schönes Interview. Ich weiß nicht, ob es mein Highlight war. Es gab sehr viele Highlights einfach in dieser Woche. Genau, es war sehr schön. Ich habe mich unterhalten mit einem Politiker, der jetzt gerade ganz neu dabei ist für die Grünen. Und es hat plötzlich einfach in Strömen angefangen zu regnen. Wir saßen in einem Café namens Das Kapital. Und wir haben sehr, sehr viele Stunden darin ausgeharrt, um vor dem Regen geschützt zu bleiben. Und es sind sehr, sehr, also ich habe sehr, sehr viele Einblicke in die Digitalisierung.
Digitalisierungsstrategie der CDU und generell die Digitalisierung bekommen. Und es war sehr interessant für mich. Also mein Highlight war wahrscheinlich das Cornern in der Dresdner Neustadt. Das kennt man aus Berlin gar nicht. Da sitzt man immer so brav in den Bars rum oder geht in Parks oder setzt sich an die Spree oder so. Aber hier sitzen die Leute in der Neustadt alle auf einer Kreuzung rum und trinken bis tief in die Nacht, auch schon in den, also unter der Woche und nicht nur am Wochenende. Und es gibt hier Spätis und so, und das ist einfach total cool. Und die Autos fahren langsam, die Straßenbahn passt auf, dass keine Betrunkenen überfahren werden. Und das ist ein Bild, was ich noch nie in dieser Intensität gesehen habe. Mit, weiß ich, 400, 500 Leuten, die da abends auf der Straße trinken, jeden Abend so. Ja,